35, sagt der Ramon, der trinkt schon wieder Bier. 35. Wir haben festgestellt, dass ohne diese ganzen Schlaufen, die wir haben, die Rucksäcke sich beschissen und schwer tragen. Aber jetzt kommt. Jetzt kommt gleich unser Zug und. Ist völlig durch. Oh, willkommen im Nichts. So, der Stand ist so, dass jemand die Fahrkarten gebucht hat. Das war ich. Und ja, wir wollten eigentlich Neukirchlausitz West aussteigen. Jetzt sind wir Ost ausgestiegen. Das hat auch für sich eine, gar nicht so eine schöne Ecke. Und wir wollen uns jetzt erstmal eine Runde orientieren, wo wir jetzt hin müssen. Wahrscheinlich die 5 Kilometer erstmal zum nächsten Bahnhof laufen und dann gucken wir mal. Ne? Da kommt er. So. Erster Berg. 20 Kilo auf dem Rücken. Scheiße, auf jeden Fall. Aussicht. Schön. Und Ramon, wie ist es? Es ist okay. Und Ramon, wie ist es? Es ist okay. Einfach nur. Okay. Das todesschwere Rucksack. Wir machen ein kurzes Päuschen mit diesem Ausblick. Gar nicht mal so gut, ne? Obwohl, da geht. Da geht. So, jetzt wird gerade laut. Jetzt kommen hier Leute. Heute ist irgendwie dieser Männertag. Aber das haben wir uns jetzt verdient, ne? Erster Stopp. Erster Stopp. Wir haben unser erstes Ziel erreicht. Faltenberg mit V. 1000 Leute. Und schön hier. Wetter sieht gerade... Könnte besser sein. Semi. Genau. Erste Verlust sind noch zu beklagen, Gummi-Nobel vom Gehstock verloren. Genau, von meinem neuen Gummi-Nobel verloren einfach. Aber ansonsten, wir fühlen uns gut und gönnen uns erstmal was. So, nach dem ganzen Aufgeberge können wir uns jetzt abgebergen hier. Wir haben den Alzberg hinter uns gelassen und gehen jetzt erstmal bergab Richtung Land. Hübsch hier. So ungefähr. Und hier, liebe Naturgemeinde, sind wir, aufpassen, an der Wesnitzquelle. So, wo man die Wesnitz ist, vermutlich ein Fluss. Nee, Spaß beiseite. Da quellt sie. Man hört es auch, wenn man ein bisschen hinhört, wie die sich da in abquellt. Und hier wird die dann schneller. So, also das ist wie folgt. Das war sehr kräftezehrend heute, trotz dass wir eigentlich gar nicht so viele Kilometer geschafft haben. Morgen früh soll es kräftig regnen, deswegen sollen wir mal gucken, wie das Ganze hier weitergeht. Wir haben jetzt erstmal uns entschlossen, das Nachtlager vorzubereiten. Das ist hier Knieke im Wald, wie wir gesagt haben, in der Hängematte. Und der Ramon, der trägt gerade ganz technisch seine Hängematte fest. Da ist er voll dabei. Zwischen diesem Baum und diesem. Und wir hoffen, dass der Baum hält, weil auch meine Hängematte da dran hängt. Wie bist du dem dahinter geht? Nö, alles voller Bären. Da hängt er. In der Matte. Und Action! Oh, Technik hier. Ja,
hier, Jetflame. Feinste Pasta. Was haben Sie gesagt? Ja, Oberkäse bitte. So, Nudeln sind fertig, jetzt gibt's noch feinen Käse drüber. So, jetzt haben wir hier fürstlichst gespeist, feinste Pasta und es gab sogar Käse dazu. Und mussten feststellen, dass es morgen ab 7 Uhr hier tatsächlich anfängt mit Regnen und jetzt mit 100% Wahrscheinlichkeit, sodass wir ein bisschen eher aufstehen. Und dann sicherheitshalber schon mal in Richtung eines Bahnhofs hier laufen, weil es die nächsten 5 Tage regnen soll. Und da haben wir jetzt nicht so den Bock drauf und außerdem auch nicht die Ausrüstung dafür. Aus dem Grund gehen wir jetzt ins Bettchen. Und bevor wir da reingehen, zeigen wir euch mal das Nachtlager. Da, guck. Das ist der Ramon, der sucht gerade seine Zahnbürste. Und hat sich darüber aufgeregt, dass seine Hängematte keine Tasche hat, ne? Guten Tag. Herzlich willkommen. Hallo. Schön. Also hier ist das Nachtlager. Hängematten, Tarp und ganz viel Wald. In diesem Sinne, gute Nacht. Ich sehe ja gar nicht so zerknietscht aus, wie ich dachte. So, früh aus den Federn. Kurz vor 7. Es ist 3 Stunden hell. Es ist so krass. Genau. Wir packen jetzt hier unsere Zelte zusammen und dann werden wir mal früh im Regen flüchten. Es fängt nämlich gerade an. So, Zelt abgebaut. Und jetzt suchen wir uns mal einen Bäcker. Ja? Und dann gehen wir erstmal ins Naschen hier. Trotz Regen, naturhübsch. Wir können jetzt einfach eine Minute die Klappe halten. Schön. Mach du doch. Schöne Landschaft wirkt bei Regen eben auch trist. Ist wieder was gelernt. Ne? So. Wir sind jetzt hier gerade in. Wo sind wir? Wie heißt der Ort? Steinig-Wolmsdorf. Hauptstadt. District of Columbia. Genau, ja. Und da hinten ist ein Schaf. Es ist sogar 2. Und das im Vorgarten. Ihn schmeckt's? Ja. Musste gerade nochmal fragen, wie der Ort heißt. Ihr kennt ja mein Gedächtnis. Es ist so, dass Ramon sich ein Frühstück wünscht. Und wir laufen deswegen zur Bäckerei. Katrin Keller Kehl. Ach, Katrin Kehl. Wir laufen zur Bäckerei, die bei Google angezeigt wird. Und ich denke die ganze Zeit, dass ein Ramon in seinem Kopf geht, dass so absolut geil, es gibt so Frühstück à la carte, wie im Dresdner Backhaus oder in anderen großen Bäckereien. Und wir kommen hier in irgendeiner Dorfbäckerei raus, wenn sie überhaupt offen hat. Deswegen freue ich mich die ganze Zeit diebig, was dabei rauskommt, weil ich keine Ahnung habe. Ich sag's euch gleich. Ich will nicht sagen, dass ich recht hatte, aber ich hatte recht. Aber trotzdem, es ist wenigstens alles handgemacht. Und wir kriegen eine warme Tasse Kaffee. Unterschätze nie die Freundlichkeit von Dorfbewohnern. Diese gute Dame hat uns jetzt belegte Brote gemacht und 2 Tassen Kaffee. Wir sitzen hier im Vorraum von der Bäckerei und können im Trocknen schöne Salamibrötchen genießen. Richtige Ostsemmeln. Watch this. This is called an Ostsemmel. Das ist er. The place to be in Steinig-Wolmsdorf. So, strahlender Sonnenschein, 30 Grad. In Afrika. Vermutlich. Wisst ihr was? Da vorne sind wieder Schafe. Und schmeckt? Schau dir mal. Das sieht doch wunderschön aus, oder? Ja, 6 speirig. Sagt er. Prächtig. Schieriges Walde, 3 Kilometer. Und da drüben, das Keglerstübel hat aber leider geschlossen. Ab 15 Uhr können wir hier einkehren und was trinken. Aber bis dahin sind wir dann angewurzelt. Ramon geht gerade zum Analog-GPS. Ja. Komm, wir essen, Opa. Komm, wir retten Leben. Guck mal, wir sind genau hier. Und hier? Hier. Dann müssen wir hier hoch. Hier geht's berghoch, 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 berghoch. Und ja. Hier geht's dann bergab. Das ist gar nicht so einfach mit Kamera und Finger. Wir sind immer noch hier. Diskriminierung. Da läuft er.
Und wenn irgendwo Lack da ist, dann hier beim Björn. Da sind wir. Im Häuschen. Im Trockenen. Das kommt davon, wenn man sich nie abstimmt. So, wir sind jetzt hier in so einer Schutzhütte, um so uns ein bisschen vom Regen kurz zu erholen. Und jetzt geht's gleich weiter nach Neuwilton. Das ist wie New York. Wenn ihr leise seid, hört ihr die Tropfen. Die hören wir kaum. Also man merkt irgendwie, dass es... Ramon und seine Freunde. Na Mädels? Und das ist der Grund, warum wir gerade froh sind, diese Schutzhütte gefunden zu haben. Wir hoffen, das lässt bald nach, ansonsten würden wir in den nächsten 10 Minuten dann wohl den Regen stoppen. Da oben eins dunkle Wolke. Da steht er. Seiner ganzen Manneskraft. Regen hat fast aufgehört. Und haben uns jetzt entschlossen, den in Schlafsack hier zu lassen für den nächsten. Der ist so nass und schwer, dass das nichts bringt. Aussicht immer noch schön. Es gibt einfache Straßenschilder und es gibt welche mit Stil. Guck mal, ein nackter Baum. Kann der sich nichts anrinden? Ganz schön kranker Wald, leider. Und dieser Baum heißt Klaus. Niemand mag Klaus. Guck mal, davon gibt es ganz viele hier. Aber das war jetzt die einzige, die sich bewegt hat. Action! Hallo und herzlich willkommen. Auf der Suche nach der nächsten Zivilisation haben wir uns nach Wilton verirrt. Wir suchen uns jetzt was zu speisen. Schauen wir mal um die nächste Ecke. Kommt, folgt mir. Oh. Handelszentrum! Oberland. Ganz schön schwitzig, sagt der Ramon. Stand aktuell Wilton Hauptbahnhof. Wilton Nord oder West oder Ost. Und hat Verspätung, unser Zug. Wir warten. So, ihr Lieben, ihr seht im Hintergrund leider nicht mehr die schöne Natur, die wir jetzt genießen konnten, sondern die schnöde Einsamkeit des Castillo de Cais. Wir haben unseren Trip vorzeitig beenden müssen. Aus drei ganz verrückten Gründen. Punkt 1 ist, dass unser Equipment nicht dem Regenstand gehalten hätte, der die nächsten 5 Tage uns erwartet hätte, und wir hätten es auch nie trocknen können, da wir leider auch kein Zelt mit hatten, sondern eben nur entsprechend die Hängematten und das Tarp. Für uns ein Punkt zu sagen, das bringt uns nichts, wenn wir dann mit kräftig Schnupfen oder Ähnlichem nach Hause kommen. Punkt 2, das Gewicht unseres Rucksacks hätte weniger sein können, waren unterm Strich um die 20 Kilo mit Wasser. Ist auf jeden Fall eine Ansage, aber mit dem Rucksack durchaus stemmbar. Punkt 3, der baut darauf auf, ist, meine Physis könnte besser sein. Ich bin tatsächlich gestern mörderisch an meine Grenzen gekommen und habe dank Ramon trotzdem die Tour gestern geschafft, der mich da gut motiviert hat und auch jede Pause mitgemacht hat. Ich bin trotzdem stolz, so an die Grenze gegangen zu sein gestern, und bin auch sehr, sehr stolz darauf, so einen Kumpel zu haben, der dich da einfach mitzieht und mit dem man trotzdem Spaß haben kann. Wir hatten eine fantastische Zeit, das war wunderschön. Ich danke auch für eure Aufmerksamkeit und das Feedback. Ich würde die Gruppe tatsächlich umbenennen, weil Ramon und ich noch einen kleinen kurzen Trip uns noch einmal einplanen wollen, wo wir noch mal Spaß haben und euch gern mitnehmen. Wer Lust hat, bleibt hier drin. Wer keinen Bock hat, geht gern raus. Alles kann, nichts muss. Wie im Bordell. So, in diesem Sinne kann ich nur sagen, frei nach Baywatch Berlin. Danke, Ende.